Nokron ist die ewige Stadt mit einem Himmel aus Sternen. Doch wie kann es einen Sternenhimmel geben, wenn die Stadt unterhalb der Zwischenlande liegt, und warum ist diese Stadt so gut versteckt? Die Geschichte der ewigen Stadt Nokron und Noxtella wird dies erklären. Ebenfalls klären wir, was mit dem Kokon im Mox-Palast auf sich hat. Doch beginnen wir am Anfang der Geschichte. Die Bewohner von Nokron und Noxtella waren nicht immer in der ewigen Stadt unter den Zwischenlanden eingesperrt. Zuvor lebten sie ein relativ friedliches Leben als normale Bauern. Unter ihnen waren auch schlaue Gelehrte, welche sich ähnlich wie in der Zaubererstadt Zellen stark für Astrologie interessierten. Ihnen ist es zu verdanken, dass wir in den Zwischenlanden immer wieder große Teleskope finden. Auch das Teleskop, welches wir bei uns führen, wurde von den späteren Bewohnern der ewigen Stadt erfunden. Schon früh beobachteten sie die Sterne und glaubten daran, dass es im Universum noch mehr Leben geben musste. Als eines Tages mehrere Kometen vom Himmel fielen und in die Zwischenlande einschlugen, brachten sie Astell und die Sternenbestie mit sich. Dies war für die Astrologen der Beweis, dass Leben auch in anderen Welten existiert. Daraufhin gründeten sie eine neue Religion, welche die Sterne anbetete. Fortan nannten sie sich die Nox. Dies konnte der goldenen Ordnung und dem höheren Willen natürlich nicht gefallen. Die Nox wurden als Ketzer bezeichnet und viele von ihnen getötet und gefangen genommen. Sie wurden im Untergrund der Zwischenlande zusammen mit Astell eingesperrt und jegliche Eingänge wurden verschüttet, sodass sie die Sterne nie wieder zu Gesicht bekommen würden. Damit nicht noch weitere Wesen in die Zwischenlande kommen, wurde Radan beauftragt, die Sterne festzuhalten. Radan, welcher die Gravitation schon seit seiner Jugend studierte, befolgte den Auftrag des höheren Willen. Falls du mehr über Radan wissen möchtest, klicke gerne auf das Video oben rechts in der Ecke. Mit dieser Tat wollte der höhere Wille sicherstellen, dass die Religion der Nox ausstirbt, doch das Gegenteil war der Fall. Unterhalb der Zwischenlande eingesperrt, organisierte sich die Bevölkerung bestehend aus Gelehrten und Arbeitern recht gut. Sie beteten Astell und die Sterne weiterhin an und erlangten somit neues Wissen aus fremden Welten. Dies kann man nicht nur an der Bauweise von Nokron und Noxtella sehen, sondern auch an ihren Waffen. Auch die Bauweise der Aufzüge weist darauf hin, dass die Nox neue fortschrittliche Technologien benutzt haben. Die Zeit verging und die Städte Nokron und Noxtella wurden erschaffen. In Namen der erbauten Städte finden wir immer wieder das Wort Nok, was übersetzt bedeutet Not of this kind, nicht von dieser Art. Da die Nox weiterhin sehr stark an die Sterne glaubten und diese anbeteten, erschufen sie mit ihrem neuen Wissen auch einen künstlichen Sternenhimmel. Diesen künstlichen Sternenhimmel können wir in Nokron und Noxtella betrachten. Die Nox bauten eine eigene Kultur und Zivilisation in den Untergründen auf. Dabei war es immer ihr tiefster Wunsch, das Zeitalter der Sterne einzuläuten und den Glauben des höheren Willen zu verbannen. Das neu erlangte Wissen der Nox reichte jedoch weit über die Bauweisen hinaus. So experimentierten sie an neuen Technologien und versuchten dadurch ihren eigenen Gott zu erschaffen, welcher das Zeitalter der Sterne einläuten sollte. In Noxtella sehen wir daher immer wieder Tränen in Form von Schleimkörpern, welche aus fehlgeschlagenen Experimenten entstanden sind. Die Mimikträne, welche wir im Spiel einsammeln können, ist ein großer Fortschritt für die Nox gewesen. Diese Träne kann andere Körper imitieren und sie kamen dem Ziel, ihren eigenen Gott zu erschaffen, immer näher. Da es im Untergrund keine anderen Lebewesen gegeben hat,
ist auch eine Theorie entstanden, dass die Nox bereits in der Lage waren, Tiere zu erschaffen. So ist es auch möglich, dass uns Rehe und andere Lebewesen im Untergrund begegnen können. Die Ameisen hingegen stammten aus den Tiefen von Tiefwurz, der Wurzel des Erdenbaums, und gruben sich ihre Tunnel bis in die ewige Stadt. Die Bewohner der ewigen Stadt waren ihnen jedoch keineswegs feindselig gegenüber, sondern nutzten die Ameisen als Transportmittel. Ameisen konnten jedoch nur von weiblichen Bewohnern gebändigt werden, daher treffen wir auch keine Ameisen mit männlichen Nox-Bewohnern auf ihrem Rücken. Als wir selbst in der ewigen Stadt eintreffen, testen die Bewohner der Nox ihre Mimikträne auch an uns. Tief unterhalb der Stadt wird diese Träne stark bewacht. Dennoch schaffen wir es, die Träne zu stehlen und somit die jahrelange Arbeit der Nox zu zerstören. Anschließend wird auch noch Astell von uns besiegt, und im Bossraum selbst kann man sehen, dass auch dieser Raum einen künstlichen Sternenhimmel hat. Durch diese Tat wird es den Nox nicht mehr möglich sein, das Zeitalter der Sterne herbeizurufen. Oder haben sie vielleicht bereits ihren eigenen Gott erschaffen? Oberhalb am Sternenhimmel der ewigen Stadt können wir den Tempel von Mok sehen, und es sieht aus, als wären die Nox mit Mok ein Bündnis eingegangen. So könnte es sein, dass die Technologie der Nox und das Blut des Fürsten Mok dazu führt, dass eine neue Gottheit erschaffen werden kann. Theorien zufolge sehen wir diesen Gott bereits vor uns. Doch ist das Wesen scheinbar noch nicht fertig gezüchtet. Wenn wir uns diesen Ort der Gnade auf der Karte anschauen, ist dieser als himmlischer Kokon gekennzeichnet. Alles deutet darauf hin, dass hier Experimente an Mikellas Körper durchgeführt wurden, um so eine Inkarnation der neuen Gottheit zu erschaffen. You must abide alone a while. Welcome, honored guest, to the birthplace of our dynasty. Daher bestätige ich die Theorie, welche wohl am meisten zutreffen könnte. Vielleicht erfahren wir mehr darüber in einem kommenden DLC. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr das Däumchen nach oben klickt. Hinterlasst auch gerne ein Abo, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Bleibt locker in den Fingern und viel Spaß noch bei Elden Ring.